Die Armee der Redanier hat die Überquerung des Ponta blockiert. Trotzdem hast du Ciri nach Novigrad geschickt. Sie war auf der Suche nach einer Zauberin. Und die sind alle in Novigrad. Außerdem habe ich sie nicht den Redaniern ausgeliefert. Ich habe ihr einen Geleitbrief mitgegeben. An wen war der Brief gerichtet? An niemanden. Der war so wie dieser hier. Wenn man ihn den Kerlen an der Querung zeigt, lassen sie einen durch. Der ist für mich. Warum sollte ich dir die Sache erschweren? Der Brief wird dir bei der Suche nach deinem Kind helfen. Okay. Woher hast du diese Briefe? Ich habe nicht immer diese Witzbolde angeführt. Früher diente ich in der Temerischen Armee. Die Flussquerung wird doch von Redaniern bewacht. Stimmt. Aber mit etwas Ruhm und einem Freund hier und da sind Banner und Heraldik nicht so wichtig. Na dann, ruf nach Novigrad. Es kann sein, dass Ciri noch in Novigrad ist. Danke, dass du ihr geholfen hast. Es ist nichts. Jetzt hast du erfahren, was du wissen wolltest. Du musst in Eile sein, aber wenn du... Na los, sag schon. Ich will Anna befreien, sie zurückbringen. Denke nicht, dass sie freiwillig dort ist. Du hast wohl nicht zugehört. Jede Reise in den Sumpf ist Selbstmord. Ich weiß. Genau darum könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Ich kann dir keine neuen Geschichten zu Ciri anbieten. Aber komm mit mir und ich werde großzügig sein. Sehr großzügig. Wie großzügig? Ach, verdammt. Ein paar Münzen extra schaden nie. Ah, da hast du allerdings recht. Ich versammle meine Männer bei Niederwirr. Schließ dich uns dort an. Verstanden. Klingt gut. Bestialischer. Was zum... Da bist du ja. Das wird ein bestialischer Bosskampf, aber... Wir können die Hexen nicht einfach leben lassen. Die müssen wir schon irgendwie... Was war das? Sag du's mir. Mensch oder Monster? Meine Männer nennen ihn Uma, halten ihn für ein Monster. Doch für mich ist er ein Mensch, so verschlagen wie Ardal. Okay. Wir können ihn noch nicht nach Novigrad. Da müssen wir ihn noch ein paar Level sammeln. Daher. Seltsam. Kämpfen wir gegen ihn gefunden? Eine lustige Geschichte. Hab ihn beim Kartenspielen gewonnen. Lustige Geschichte? Weshalb? Bin mal nach Novigrad gereist, zum Ausruhen und um die Freuden der Stadt zu genießen. Übernachtete in einer Taverne, wo einige Leute spielten und machte mit. Die Karten meinten es gut mit mir. Hatte eine teuflische Hand nach der nächsten, nahm die Idioten aus. Ein Händler hatte besonders viel Pech. Hatte alles verspielt, was er von Skellige mitgebracht hatte. Wollte unbedingt noch eine Runde spielen und ich stimmte zu. Ich fragte ihn, welchen Einsatz er setzen würde und er zeigte mir diesen Tropf. Für mich war nicht viel drin, aber ich dachte, scheiß drauf, gib dem Mann die Chance, was zurückzugewinnen. Er hatte kein Glück und Uma landete auf Krähenfels. Ende der Geschichte. Ein richtiger Baron, sogar mit einem richtigen Narren. So ist es. Aber ich habe das Gefühl, dass mit ihm was nicht stimmt. Warum denn? Nun, er scheint mehr Tier als Mann zu sein, aber er besitzt Weisheit in seinen Augen. Oder vielleicht bilde ich's mir nur ein. Schon mal sowas wie ihn gesehen? Nein, aber er sieht nicht gefährlich aus. Denke, das war's dann. Ist nicht viel, aber solange er keinen Ärger macht, dient er den Jungs als Zeitvertreib. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Leb wohl. Hoffentlich findest du deine Tochter. Wir sehen uns erstmal wieder im Sumpf. Wir kämpfen noch gegen die Hexen, bevor wir nach Novigrad ziehen.
Erstmal holen wir uns die Hexenausrüstung, wenn es geht. Ich hoffe doch. Erfahrungspunkte 200. Familienangelegenheiten abgeschlossen. Rückkehr in den Buchresumpf. Ja, brauchen wir aber erstmal ein neues Schwert. Und da haben wir doch. Finde ein Schiff nach Skellige. Okay, wieso Skellige? Moment. Novigrad wollten wir. Für die Verwässerung brauchst du einen Gegenstand mit passender freien Fassung. Okay. Wir hatten doch den Hinweis für Hexerausrüstung, genau das. Auf Anweisung von Professor Atmilstein werde ich die Orte nicht weiter erforschen, denen ich Piktogramme der Katzenschule der Hexer gefunden habe. Diese Piktogramme sind identisch mit einem, das der Professor in den Höhlen unter den Tempeln entdeckt hat. Okay. Okay, neue Quest. Die verfolgen wir. Setzt den Hexersinn ein, um das Schema zur Verbesserung der Rüstung zu finden. Mist, Herr Großvater gerade rausgekriegt, um trockenes Reisig zu holen. Pferdklauen können wir nicht. Wahrscheinlich nicht. Es tröpfelt. Kommt der immer nur her, der Plötze? Das ist welche Richtung der mal geschwebt kommt. Das ist mir auch manchmal ein Rätsel. Da müssen wir auch mal Halt machen und hier mal gucken, ob hier was verkauft wird. Momentan stellen sich alle unter. Momentan sieht es hier nicht so gut aus, aber. Wenn hier mal wieder viel los ist, sollten wir hier vielleicht auch mal Zwischenstopp machen. Ah, hier. Komm näher! Komm ich dir nicht bekannt vor, Meister Hexer? Du warst so freundlich, meinen Sozius und mich zu retten. Und zwar ausgerechnet vor den Wachen, die ich selber angeheuert hatte. Ach, richtig. Jetzt dämmert es mir. Seid ihr denn gut angekommen? Sind wir. Und es hat sich gelohnt. Die Geschäfte laufen überraschend gut. Ich habe neue Ware, wenn es dich interessiert. Zu einem ordentlichen Rabatt natürlich. Den hast du verdient. Zeig mal, was du anzubieten hast. Nicht viel. Stahlwaffe. 66 bis 80 Schaden. Mhm. Ja. Für 76. Schildklappen, 40 Panel, okay. Ja, sieht ein bisschen mager aus, denn. Das bietet er mir an. Das ist nicht. Stumpfes Beil, na gut. 76 bin ich dafür. Ich würde schon kaufen, das macht schon Sinn. Die Preise, die hier für bezahlt, kriegen wir bestimmt auch irgendwo besser. 76. Fell eines weißen Wolfs. Das ist eine Plunder, das brauchen wir eh nicht. Okay. Ich nehme mal das Langschwert mit, das könnte. Bis dann. Oha, er hat sich teleportiert.
Okay, die haben halt einen 59 bis 73 Schaden. Sieht halt echt hübsch aus, das Schwert. 66 bis 80. Es ist halt auch schon. Es hat halt mehr Power. Das ist. Trauende Stahlwaffe, das ist halt hier ordentlich. Sieht halt besser aus, bringt halt wenig. Muss man sich halt entscheiden. Ein neues Silberschwert brauchen wir. Kriegen wir vielleicht jetzt langsam mal bei der. Ich frage mich, wie wir hier die. Plus 2 Chance auf Betäuben. Ich glaube, das ist insgesamt ist das Schwert hier besser. Es ist. Ach, plus 18 Rüstungsdurchbruch, plus 10 Rüstungsdurchbruch. Also ist insgesamt. Läuft das wahrscheinlich aufs ungefähr gleich hinaus. Oder. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark. Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Zeig mir deine Waren. Dwind werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so bald wieder spielen. Satteltasche. Bisschen Brot hatte dabei. Nehme ich. Nicht genügend Münzen, okay, nehme ich jetzt mal eins. Können wir irgendwas wieder verkaufen haben, Plunder. Ich will Brot. 36 kostet's. Nimm all dein Brot. Das können wir gebrauchen unterwegs. Leb wohl. Weg damit! Das ist nicht dein Tag. Oh Scheiße. Wache des Barons. Wir werden sterben. Wir sollten abhauen. Und wir sind tot. Ich habe doch nur nach dem Huhn geschlagen, Leute. Okay, immer meditieren. Und das Schwert ist kaputt. So viel dazu. Damit wir nicht zwei kaputte Schwerter im Menü haben. Empfohlene Stufe 29, ach du Schreck. Da werden wir verkacken, tierisch. Katzenschollen die Ausrüstung werden wir nicht kriegen. Meditation. Wir werden es mal versuchen.
Da haben wir gesehen, das war, wenn man die, die Wachen vom Baron sollten wir nicht angreifen. Da sind wir zu schlecht gelevelt. Mit einem zu schlechten Pferd. Schwert. Das Pferd ist auch schlecht, aber ja. Nicht so gut, Plätze. Lauf, Plätze! Hier. Einfach in die Richtung des Pfeils. Oh, hier gibt's. Sieh an, wir haben einen Kunden. Ich wollte euch nichts abkaufen. Ich fürchte, da bist du schief gewickelt. Du musst zahlen, wenn du durch willst. Und wenn ich's nicht tue? Dann bist du tot. Gern. Siehst du dieses Medaillon? Boss! Klappe zu, Sobek! Ja, ich sehe es. Wir wollten keinen... Erkennst du die Gilde? Ja, Meister. Vergib uns, dass wir's nicht früher bemerkt haben. Bitte. Boss! Und jetzt zuhören. Ich komme vielleicht wieder. Eines Tages, keine Ahnung wann. Aber ich will euch dann hier nicht vorfinden. Ist das klar? Wie Kloßbrühe, Herr. Mögen die Götter dir eine geschwinde Reise schenken. Boss! Was ist nun wieder, Sobek? Na schade, ich kann ihn nicht prügeln. Was? Halt den Schnabel. Okay, ich glaube, Sobek ist so ein bisschen, naja. Nee, will jetzt nichts sagen, aber. Bisschen mental herausgefordert. Okay, hier fahren wir mal ganz schnell vorbei. Ja, kein Bock. Wir müssen durchs Wasser schwimmen. Waren wir nicht hier schon auf dem Weg zum Sumpf? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich gehen wir auch jetzt den Quest für die Sümpfe nach. Wäre mir auch recht. Die Chance, dass wir in die Ausrüstung kommen, ist sowieso, naja. Sehr gering. Okay. Plötzlich hat sich wieder teleportiert. Das ist ein Baum im Weg. Oha. Ein Troll oder so. Das ist die Quest oder was? Das bringt ja mal gar nichts. So viel dazu. Einmal. Wir haben einmal draufgehauen, das hat ihm nichts angezogen. Er hat uns einmal gehauen, wir sind tot. One hit. Okay, die Quest sollten wir zurücklegen und später machen. Am Ende des Abenteuers nochmal zurückkommen. Vorm Finale nochmal. Gibt bestimmt auch einen Weg, das jetzt zu machen. Wäre lustig, wenn man dann eine OP-Rüstung anhat, ein OP-Schwert, so ein Tausender-Schwert, was dann so mit Tausender-Rüstung. Ich glaube, den kriegen wir nicht. Der ist ein bisschen, härter als wir. Der Steintroll. Nicht so schnell, Plätze. Ich glaube, ich würde mal
Schade, dass das Schwert ist. Wir müssen irgendwann mal Reparatursets finden. Wir müssen uns mal in den Dörfern umgucken. Das Schwert will ich reparieren und das Silberschwert müssen wir auf jeden Fall reparieren. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, die Quest wollte ich ablegen. Quest Schatzsuche. Und dann müssen wir nach Novigrad. Dann aus den Wäldern, dass das war hier, dass das haben wir auch. Hauptquest. Finde heraus, ob sich hier in WLAN befindet, haben wir jetzt gemacht. Ein Drittel der Quest schafft. Novigrad. Scheiterhaufen, Novigrad. Suche Triss in ihrem Haus. Triss, aha. Und vorne Stufe 10 haben wir bald. Skellige machen wir. Mhm. Wir wollten noch hier, wir hatten noch na, auf jeden Fall die Aufgabe noch mal hier. Eine Änderung von Kira Metz. Das wollten wir noch mal machen. Vielleicht gibt es da noch eine interessante Quest, los. Die wir tun können. Ansonsten müssen wir auf die Karte gucken. Sage ich euch mal auf der Weltkarte. Nach Novigrad müssen wir. Vorne Stufe 10. Ja. Kermohen. Vorne Stufe 19. Da kommen wir auch noch irgendwann hin. Ich erinnere mich, in Teil 1 in Kermohen gewesen zu sein. Nämlich nicht anders täuscht, dass das Teil 1 startet. Warte mal. Oh oh. Die wollten doch gerade angreifen, oder? Einfach vorbeireiten. Wölfe kriegen wir zwar easy hin, aber was soll's? Was soll der Aufwand? Sprich mit Kira. Ein Schmied oder jemanden, der potenziell Schwert oder Rüstung verkauft. Habt ihr hier nicht? Sieht nicht so aus. Wie wir das Silberschwert wieder aufrüsten können, das wüsste ich zu gern. Not muss ich mal nach dem Stream ein bisschen googeln. Gucken. Ob ich da vielleicht Antwort im Internet finde. Im Netz. Im weltweiten. Ist also Kira. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verflucht. Oha. Der Gerard? Platz wohl gerade rein. Was machst du? Gerard, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen.
gesunde. Keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Mhm. Und was abkaufen, das ist Wetten, was. Dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Oha, oha. Oha, oha, oha. Das sind hübsche Sachen, die viel zu viel kosten. Großer Krennburg-Runensteinverbesserung. Viele Runensteine. Runenstein, 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 Runenstein. Tausend Trank der Nährung. Fügt alle Fertigkeitspunkte, mit denen Fertigkeiten entwickelt wurden, den verfügbaren Punkten hinzu, dass sie neu eingesetzt werden können. Okay. Ach, da kann ich alle meine hier beim Charakter, die ich verstehe. Aha, hier kann ich die Sachen verkaufen. Ah, die behalte ich lieber. Gut, kommen wir zur Sache. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten. Das Ding macht Spaß, mit Geistern kämpfen. Die sich gebrauchen können. Oh je. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Walkie-talkie. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Ich hab mir gerade gedacht, ein bisschen off-topic reden. Die beiden erinnern mich ein bisschen weg. Hört mal kurz weg, wenn ihr interessiert seid an NCIS, wenn ihr für neue Folgen von NCIS noch nicht gespoilert werden wollt. Das gucke ich tatsächlich ab und zu mal im Fernsehen. Die beiden, The Witcher und also Geralt und die Hexe hier, die erinnert mich gerade sehr stark, auch sie von der Frisur, die Kira, von der Frisur her erinnert mich das sehr stark
an Gibbs und seine Freundin aus den neuen Folgen jetzt an NCIS. NCIS bin ich großer Fan, das ist Special Agent Gibbs und seine Reporterin-Freundin. Da kommt dann noch, ich will nicht zu viel spoilern, aber das ist ja, wird ein bisschen seltsam in den neuen Folgen. Das ist, ja. Jetzt habe ich den Text übersprungen, aber was soll's. Finden wir wahrscheinlich noch irgendwie ein Tutorial-Menü oder so. Finde ein Schiff nach Scanniger. Nö. Hatten wir hier nicht.